Hallo liebe App-Gefahrenleser, wir wollen euch ein neues Spiel aus dem App Store vorstellen. Gestern erschienen AG Drive, so ein futuristisches Rennspiel, ähnlich wie zum Beispiel Wipeout oder F-Zero, was wir von früher kennen, vom Super Nintendo und von der PlayStation. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen dieser Art finde ich hier, dass ein richtig tolles Geschwindigkeitsgefühl aufkommt. Man merkt also wirklich, dass man irgendwie 2500 km/h schnell ist. Das Menü ist ziemlich cool gestaltet, hier in Wabenform. Man kann Rennen freischalten und sich dann quasi immer weiter vorarbeiten, bis man zur nächsten Stufe gelangt. Wir haben hier das erste Schiff uns gekauft, ein paar Upgrades bereits gemacht und werden jetzt mal ein Ausscheidungsrennen bestreiten. Da schaltet jede 20 Sekunden ein Fahrer aus und wir müssen einfach schauen, dass wir uns vorne platzieren. Was aufgrund des erst kürzlich mit Upgrades versehenen Schiffes recht einfach ist. Also wir liegen jetzt vorne und ich kann es vorwegnehmen, wir halten uns da auch. Nehmt euch also Zeit und schaut euch ein bisschen um. Grafik ist wirklich prima gemacht. Ihr seht, es geht hier richtig flott zur Sache. Ich würde sagen, während ich hier das Rennen für mich entscheide, erzähle ich ein bisschen was über das Spiel. Kostet 3,99 €, ist für iPhone und iPad verfügbar und rund 300 MB groß im Download. Es hat keine In-App-Käufe, was wir sehr schön finden, denn so kann man sich wirklich aufs Spiel konzentrieren, bekommt nicht nach jedem Rennen angezeigt, möchtest du jetzt deine Münzen verdoppeln und möchtest du dir dieses und jenes Upgrade kaufen für 1,99 € etc. pp. Das fällt also alles weg, man kann einfach spielen und Spaß haben, finde ich sehr klasse. Es gibt 6 verschiedene Strecken zu verschiedenen Tageszeiten, hier sind wir gerade nachts unterwegs und ihr seht, ja, links und rechts fällt man teilweise runter. Man geht hier über riesige Sprünge. Also es ist schon abwechslungsreich und sehr futuristisch gestaltet. Mir macht es persönlich sehr viel Spaß, muss ich sagen. Gerade aufgrund des wirklich gelungenen Geschwindigkeitsgefühls. Wir haben ja jetzt hier nur schlappe, ja, schleichen wir gerade mit 1500, aber durch die Boost, die wir hier aufsammeln können, kann man da auch schon mal über 3000 kommen. Mit den 2 weiteren Schiffen, die man im Laufe des Spiels freischaltet und dann auch wieder mit Upgrades versehen kann, könnte das, ich schätze mal, durchaus noch ein bisschen schneller sein. Steuerung, ganz einfache Geschichte. Rechts Gas geben, links bremsen, braucht man nicht. Okay, wenn man hier am Rand hängen bleibt, verliert man ein bisschen Geschwindigkeit. Da lohnt es sich vielleicht ein bisschen, sich die Strecken einzuprägen und einmal kurz vom Gas zu gehen oder die Bremse anzutippen, sodass man da ohne Bandenkontakt durchkommt. Links haben wir noch einen Turbo, den haben wir gerade eingesetzt. Der lädt sich mit der Zeit auf und sorgt nochmal für so einen richtigen Geschwindigkeitsschub. Die nächsten beiden Schiffe, da habe ich schon mal nachgeschaut im Menü, die haben andere Zusatzeigenschaften. Was genau, kann ich jetzt allerdings noch nicht sagen, weil da muss ich echt noch ein bisschen weiterspielen, bis ich die freigeschaltet habe. Das Rennen haben wir jetzt gleich gewonnen. Kriegen dafür einen Haufen Credits und können die wieder verwenden, um unser Schiff schneller zu machen oder um die zu sparen und dann irgendwann ein weiteres Schiff zu kaufen. Ihr habt gesehen, das Rennen hat jetzt ungefähr 2 Minuten 20 gedauert. Es geht auch schneller in diesen Quick Challenges, das sind diese 3 roten Buttons hier rechts. Da würde ich sagen, machen wir erstmal ein Upgrade, aber unser Geld reicht hier gerade so nicht für das günstigste Upgrade. Also fahren wir einfach so, würde ich sagen. Hier haben wir uns jetzt für ein Duell entschieden. Da müssen wir das Rennen gegen einen Widersacher gewinnen. Und ich kann auch hier vorwegnehmen, das fällt uns jetzt gerade nicht schwer, weil wie gesagt, ich habe ein bisschen geübt, das Schiff ist ganz gut. Aber es ist auch jetzt in den, ja, sag mal, 15, 20 Rennen, die ich gefahren bin, auch schon vorgekommen, dass ich halt nicht gewonnen habe, dass ich nochmal ein Rennen neu starten musste. Ich hatte allerdings nie das Gefühl, dass ich irgendwie so schwach bin, dass ich jetzt gezwungen werde, irgendwie Upgrades zu kaufen, was ja aufgrund der fehlenden In-App-Käufe sowieso kein großes Drama wäre, weil ich mir halt die Credits erspielen muss. Wie ihr seht, das war jetzt eine schnelle Geschichte, 30 Sekunden für zwischendurch mal eben, zack, zack. Und den haben wir aber deutlich abgehängt. Wir haben dann noch andere Challenges, es gibt 7, 8 verschiedene Rennmodi, zum Beispiel ein Zeitrennen. Hier könnten wir jetzt einfach mal, ach komm, wir graden nicht ab, wir besorgen uns mal eine schicke neue Lackierung für unser Schiff. Machen wir nochmal so ein Grün, was ja auch bei uns im App-Gefahren-Logo vorkommt. Das passt doch wie die Faust aufs Auge. Ich würde sagen, ich fahre jetzt noch eine Runde. Schaut euch nochmal die Strecke ganz in Ruhe an, ohne dass ich hier irgendeinen Quatsch erzähle.
Und falls ihr Lust habt, wie gesagt, AG Drive steht für 3,99 zum Download im App Store bereit. Finish.